Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal der Graphus Time. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei World of Tanks. Ja, wie versprochen, heute geht's mit der Matilda weiter. Frisch gekauft, noch nichts erforscht, noch keine Runde gefahren, noch gar nichts. Das mache ich jetzt alles mit euch. Bin gespannt, wie er sich so fahren wird. Was haben wir hier so als Standardkanone? 78 Durchschlag, 50 Schaden. Eigentlich ziemlich genau mit 0,36, 1,7 Zielerfassung. Dann, was haben wir hier? 121 Durchschlag, 55 Schaden. Aha, 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 aha. Auch sehr genau. Und das scheint eine Haubitze zu sein. 38, 175. Okay, werden wir uns wahrscheinlich diese da freispielen. Ich hoffe nur, das Licht draußen stört nicht. Es ist heute sehr bewölkt und es wird einmal heller, einmal dunkler, einmal heller, einmal dunkler. Hm, schauen wir mal. Also wie gesagt, wahrscheinlich zuerst die Waffe und dann schauen wir weiter. Motor ist ein minimales Upgrade. 174 zu 190 PS. Ja, es ist und bleibt dann halt ein langsamer Panzer. Ihr seht, 24 Höchstgeschwindigkeit, aber allerdings gute Werte, was Panzerung angeht. 75, 70, 55 und unten und der Turm hat 75, 75, 75. Ist schon mal gut. Was hatte der andere Turm? Der hat dasselbe. Okay, 10 Meter weiter sehen. Ist in Ordnung. Ja, bin jetzt gespannt und würde sagen, schauen wir einfach mal rein und lasst uns überraschen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Wir spielen die Karte Klippe. Konfrontation, naja, toll. Super Einstieg gleich. Das heißt, England gegen Deutschland. Es gibt keine Arti, ist ein Vierer-Match. Lassen wir uns mal überraschen. Gegner hat zwei Heavy. Hoppala. Gegner hat zwei Heavys. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, mit den oben rumzufahren, oder? Ach, was soll's. Fahren wir trotzdem oben rum. Ja, zwei Heavys hat er. Dafür hat er keine Mediums. Wir haben 6-7 Mediums. Naja. Bin ich gespannt. Den Hetzer und so weiter. Junge. Nach hinten schauen, wenn man einfach zurückschiebt. Eieiei. Und hin ist er. So. Da hätten wir schon mal den ersten. Ein Panzer 1C. Los schon, Matilda. Du schaffst es. Eieiei, 7 km/h, 8 km/h. Beide 1C ausgeschaltet, ist das geil. La la la, ich bin so ein Stier. Ich muss sagen. Oh, die sind ja alle dort. Die Kanone gefällt mir. Einfach geil. Ich hoffe nur, unsere lassen sich da nicht abballern. Ne, steht eh noch sehr gut für uns. 4-3. Ich fahr trotzdem da oben rum. Da unten ist mir das doch ein bisschen zu unsicher. Da sind die ganzen Hetzer, mindestens 4-5 Stück. Und die alle da die fette Kanone drauf haben und dann macht das auch gut Schaden, auch wenn die nicht ganz durchkommen, aber mit der Haubitze können die da doch was reißen. So, da hinten kommt der Durchbruchswagen 2. Schauen wir mal, ob wir es mit dem direkt aufnehmen können. 340 Leben haben wir. Der müsste ehrlich gesagt schon irgendwo bald da auftauchen auf dem Radar. Sie nicht mal angekratzt. Der ging voll
Sehr schön. Der ging auch durch. Was? Schön seitlich in das. In das Türmchen. Ja, ja. Abprallwunder, Mathilde. Schubidubidu. Da, von 7 Schuss hat er mich nur einmal getroffen. Ich konnte 3 Treffer erzielen. So, 6, 9. Hallo, was ist denn passiert? Und ich sag noch, lacht euch. Euch nicht abballern. Oh, mir gefällt, dass die Kanone relativ schnell ist. Ja, sie hat keine Chance gegen mich direkt. Das Duell. Ja. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Na also. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sehr schön. Ich bin zu nah dran. Irgendwer schießt von hinten auf mich. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht. Oh, verdammt. Oh Gott, der schießt schon mit Gold. Was soll die Scheiße? Okay, die sind jetzt alle da vorne. Ach du Scheiße, ist das ein geiles Teil. Ich habe schon 32 Schuss kassiert. Habe jetzt schon 5 Abschüsse. Ach du Scheiße. Das Ding macht ja jetzt schon Laune und ich spiele dann komplett Stock und das erste Game. So, ich habe nur mehr 7 live. Ja, ich habe mir leider nichts eingebaut. Ich habe total vergessen auf Verbandskasten das ganze Zeug, sonst könnte ich jetzt wenigstens da, ja, wenigstens einen Kommandanten da zum Leben erwecken. Okay, ich hoffe, ich kann da jetzt noch ein, zwei abschießen, ohne dass die mich da treffen. Panzer 3A, wenn man denkt, der hat von hinten auf mich geballert mit der Goldmuni. Okidoki. Fahr vor oder zurück? Sehr schön. Okay, der eine Hetz wurde ausgeschaltet. Hahaha! Ja. Fahr irgendwo. Oh! Da hinten ist der andere. Schauen wir mal, vielleicht können wir den da wenigstens noch schnell abfangen auch.
Mist, verdammt da. Ich kann dort nicht hinwirken. Ach, verdammt. Ja, dann guten Tarnwetterhetzer. Ja. Da habt ihr es jetzt gesehen. Wurde jetzt nur aufgeklärt, weil man die andere Mathilde ihn gesehen hat. Ja, zum Glück hat er den abgeschossen. Und ich vermute, der... Ah, okay, bewegt sich. Ich wollte schon sagen, der ist eventuell AFK, war doch nicht. Ich hätte vielleicht runterfahren sollen, hier runterfahren und den unteren abfangen oder so. Aber ich wollte eher den da oben. Weil im Prinzip ist egal, also... Hab gute Arbeit geleistet, ich habe da oben richtig gut aufgehalten. Zwei Durchbruchswagen. Dann noch den Panzer 3 abgefangen, von hinten dann den Hetzer abgeballert. Blödsinn, der Hetzer wurde von einem anderen abgeschossen. Ich habe die beiden 1C auseinandergenommen. Wo ist er? Das Gute ist, der kann die eine Mathilda mal nicht mit einem Schuss rausnehmen. Die hat 370 Leben. Die andere eventuell, aber er selber hat ja auch nur mehr 16. Egal, ich lasse das Game jetzt trotzdem drin. Ich fand es richtig, mal richtig geil und hat gezeigt, dass die Mathilda kam. Da, schieß ihn ab und das war's mit ihm. Naja. Ne, ich muss sagen, Kanone echt top. Also, prallt auch viel ab. Also richtig sein Vierergefecht. Wie das natürlich in einem 5er-6er Gefecht aussieht, ist natürlich dann eine andere Frage. Oh, Überlegenheitsabzeichen Klasse 1. Ach, hätte ich da ein bisschen länger überlegt, vielleicht noch ein, zwei rausgenommen, wäre es beim ersten Match wahrscheinlich gleich fürs Panzers ausgegangen. So, was haben wir? Richtschütze, Panzerbrecher und Großkaliber. Wow. Hier haben wir den Ach du Scheiße. Motorkette beschädigt. Motorkette Winkelspiegel zerstört. Die Ketten beschädigt und hier Motor beschädigt und dann auch noch zerstört. 1140 Schaden. Wenn man denkt, mit der Mathilda, das Ding macht gerade mal 50 Schaden. 5 abgeballert. Da, Trefferchance, auch super. 89,19%, also da gibt's nichts zu meckern. Boah, seht euch das an. Mit Abstand erster, was die Punkte angeht. Mit Abstand erster auch den Schaden. Ihr seht sogar teilweise 400 mehr noch als das gegnerische Team. Also einfach top. Bin da echt zufrieden. Da seht ihr es auch. 3 Mathildas an den ersten Stellen. Obwohl, die Punkteunterschiede sind schon extrem krass, oder? Wenn man da so schaut, also... So. 37 Schuss haben wir abgegeben. 33 haben getroffen. 26 davon waren Wirkungstreffer. Super. Da, 33 Treffer erhalten, 6 waren Wirkungstreffer und 27 haben nicht durchschlagen. Kranke Scheiße da. Wir hätten 2961 Schaden reingeballt bekommen. Hätte ich überlebt, hätte ich wahrscheinlich locker Stahlwand bekommen. Ja, 2 entdeckt, 6 beschädigt, 5 Abschüsse. Relativ viel gefahren für das langsame Ding. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, das Häkchen zu setzen, das ich automatisch repariere. Aber egal, wir haben 25.360 Credits rausbekommen, ohne wären es 17.000 gewesen. Keine Ahnung, was wir da jetzt Reparatur zahlen. Das sieht ja auch gut aus. Mit allem Plus und drum und dran, Doppelbonus, Auftragsabschluss und so weiter, haben wir bekommen 2952 Erfahrung. Ich muss sagen, war echt ein richtig geiles Gefecht. So sieht er jetzt aus, zerstört er. Moment, das Ende mal schnell. So. Ja, das wären jetzt noch die Abzüge, also Reparatur nicht einmal 3000. Ich muss sagen, ist echt ein billiges Teil, also... Moment, hau ich mal jetzt das ganze Zeug rein, Haken setzen. Ist ehrlich gesagt auch nicht nötig, glaube ich, da HE mitzunehmen. Vor allem nicht dann bei der Kanone, die wir jetzt erforschen können. Ich sehe, die hat 121 Durchschlag, das sind ja, um über 40 mal mehr. Also, die werde ich mir auf alle Fälle jetzt mal reinmachen.
So, wie sieht's denn jetzt so mit dem Gewicht aus? 26,5, okay. Eine halbe Tonne hätte noch Platz. Motor hat 331. Der ist genauso schwer. Da überlege ich jetzt wirklich, da zuerst den Motor zu machen. So, Funkgerät. 40 Kilo, 40 Kilo. Ja, ich habe eigentlich noch genug Punkte. Dreht sich schneller. Na, ich würde sagen, restlichen. Ach, was soll's. Funkgerätreichweite ist wirklich sehr, sehr schwach. Das kaufe ich auch gleich rein. Gut. Nee, war eine richtig geile Runde, hat auch ziemlich lange gedauert. Oh, seht euch diese Effizienz an, alleine in diesem einen Gefecht. Wen 7 von 3561, Effizienz wäre gewesen 2139. Das sind doch mal geile Werte, oder? Wie gesagt, mein allererstes Spiel heute, auch mit der Matilda. Wo ist denn das jetzt nochmal gewesen? Da, Details. Ja, Gefecht hat circa 10 Minuten gedauert. Ich habe auch ein bisschen gequatscht, Viertelstunde haben wir geschafft. Also ich muss sagen, alles in allem, das erste, allererste Testmatch gleich mit der Matilda, einfach top, dieses Teil. Ja, hier habe ich einfach die 75% Crew genommen. Ich weiß, es wäre super, es haben schon ein paar geschrieben. Ab da und da sollte ich schauen, eine 100% Crew nehmen. Oh. Gibt gar keine HE-Munition bei diesem Ding. Oh. Okay, dann heißt das, ich werde mal sicherheitshalber hier. Na, ich will nur 10. 10 Schuss von Goldmunition einfach mitnehmen. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, wenn ich da wirklich in irgendein ein krankes Sechsergefecht reinkomme. Dann komme ich vielleicht irgendwo nicht durch. Jetzt habe ich da 145 dann mit der guten Munition. Ist auch okay. Schießt auch sehr schnell. Da braucht man auch keinen Ansetzer oder sonst was reinheimer. Ich habe gesehen, bisschen über 2 Sekunden mit der 100% Crew kann man das wahrscheinlich unter 2 Sekunden drücken. Ich schätze mal 1,8, 1,9 dann. Also, was will man mehr? Habe ich irgendwas noch auf Lager? Ich hätte hier einen verbesserten Lüfter. Wo habe ich denn den her? Und es gibt derzeit Rabatt, sehe ich. Das ist gut. Ich will eh für IS-3 und so weiter ein paar Teile kaufen, dann kann ich das ausnutzen. Gut, dass ich das jetzt sehe. Ja, ich könnte mir hier den Lüfter reinhauen. Lasse ich jetzt erstmal. Ich will jetzt die Matilda mal ein bisschen ausbauen. Und dann mache ich nochmal ein Gefecht mit ihr. Das müsste ehrlich gesagt dann sogar noch besser laufen. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich weiß am Ende jetzt ein bisschen viel Gequatsche, aber ihr habt gesehen, ich habe mich richtig gefreut, dass das Match so geil war. Und ja, falls euch die Folge wieder gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, kommentiert und ein Like gebt. Schreibt auch dazu, was ihr davon gehalten habt und. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Favorisiert sie natürlich auch. Wie gesagt, all das hilft mir, größer zu werden. Ich sage dann auch wieder danke fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafus.